Hallo, es ist Donnerstag, der 7. Februar und wir haben 18:08 Uhr momentan. Mein Name ist Christian Schlegel und nach 4 Wochen wollte ich mit Ihnen mal den MDAX wieder durchgehen. Und der liegt jetzt hier vor Ihnen, eine Kerze, ein Tag. Ich habe auch schon die Fibos vorbereitet. Ganz merkwürdiger Chart, muss ich ehrlich sagen. Heute von den ganzen Werten im MDAX war nur ein einziger positiv, Alstria. Das war der einzige, den ich da gefunden habe. Ich führe außerdem so eine Liste, wo ich die Euro-Stoxx-Werte drin habe und dazu noch den DAX eingepflegt habe. Von den 15 schlechtesten Werten waren 13 Deutsche. Deutschland und Italien waren heute die im negativen Bereich federführenden Indizes. Der MDAX selbst hat heute rund 2,6% verloren, damit ein bisschen mehr sogar als der DAX selbst. Und überall waren also auch zweistellige Kurseinbrüche. Beim MDAX war es zum Beispiel in GEA, beim DAX wie üblich Wirecard zu verzeichnen. Das ist eine schwierige Geschichte hier, muss ich sagen. Bei meinem letzten Film vor 4 Wochen war ich der Meinung, dass wir die 23.000 zwar sehen können, aber ich war nicht wirklich überzeugt, dass wir da deutlich drüber gehen. Dieses hier, diese Linie, ist das 50er Retracement von dem All-Time-High runter bis zur Korrektur Ende Dezember. Da liegen wir also hier bei 24.020. Das hat sich recht schön verbunden hier mit dem Shooting Star, den wir hatten am, ich glaube, das war der 3.12. bei 24.065. Und da sind wir haben hier heute Donnerstag, Mittwoch, am Dienstag haben wir drüber geschlossen und bauen gestern einen ganz, ganz sauberen Doji. Mit einer minimalen Handelsspanne. Das war ja schon fast Arbeitsverweigerung. Doji ist ein Zeichen, wenn er an Extrempunkten ist, dass der Markt nicht weiß, wohin will. Der hat also jetzt, das ist lehrbuchhaft, wie der danach runtergekommen ist. Jetzt sitzen wir hier bei der rund 23.500. Ist für mich nur ein kleiner Chartpunkt. Ja, den haben wir neulich schon mal hier gesehen. Wir sind da auch mal dran gelaufen, hier auch. Die 23.000 ist für mich der wichtigere Punkt. Sind wir auch hingelaufen und erst als wir da durch sind, haben wir dann schön nach oben akzeleriert. War von hier eine Unterstützung, von hier eine Unterstützung. Also die 23.000 ist für mich der wichtigere Punkt. Und das sind ja nur 500 Punkte. Das sind ja nur 2%. Das ist ja nicht viel. Nochmal, heute allein haben wir 2,5% verloren. Von den technischen Indikatoren dreht jetzt also auch die traditionelle Sichtweise vom MACD runter, während es auf die moderne schon ein bisschen früher solche Signale gegeben hat und wir bekommen ein ziemlich klares Verkaufssignal über die Stochastik. Ich muss also davon ausgehen, dass die 20-Tage-Linie, die momentan bei 23.395, ich runde mal 23.400 ist, das ist also das Mindestziel, aber das wird wahrscheinlich gar nicht reichen. Ich gehe davon aus, dass wir so unterhalb der 23.000 uns irgendwo tummeln werden. Ob das dann 22,7 sind, 22,6, das weiß ich nicht. Deswegen, ich gebe momentan hier keinen Kaufoptionsschein frei. Ich nenne ihn einen für die Watchlist. Den kann man sich dann schon mal hinlegen. Eben auf die Watchlist, aber das ist definitiv noch nichts zum Handeln. Der nimmt jetzt erst gerade ein bisschen Fahrt auf. Und ich habe diesen hier gefunden, 22.419. Da sind wir also etwas unter dem unteren Band und unter diesen Chart-Supports hier, die ich habe, 22.500. 22.419 ist von Goldman Sachs die GA11RV. GA11RV. Mal hinlegen, anschauen, beobachten. Aber zum Kaufen ist es meines Erachtens nach zu früh. Jetzt schauen wir mal einen Put. Beim Put bin ich mutiger. Wenn das hier das Hoch war, 24.163, kann ich den relativ knapp darüber legen. Also schauen wir mal hier auf den Short. Und bei einem Hebel von 22 wären das 24.500 noch was. Das wäre hier oben. Ich denke, da kann man durchaus runtergehen. Ich nehme jetzt mal einen Hebel von 30 und dann schauen wir mal, wo wir dann liegen. 24.230. Das finde ich ist durchaus eine sinnvolle Marke. Da liegen wir also an dem oberen Band. 24.230, das ist von Goldman Sachs, die GM8 PZL. GM8 PZL. Das ist momentan eher der Schein und die Richtung meiner Wahl, dass ich davon ausgehe, dass wir runtergehen können, sollten zumindest diese Bewegung hier einfach mal ein bisschen einatmen. 22.500 ist für mich der wichtigste Punkt in diesem Chart, der sich momentan so zeigt. Dann gucken wir mal, was passiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.